Heute tauchen wir in die nebelverhüllten Tiefen des Kongo-Beckens ein, um das Rätsel eines Wesens zu erforschen, das die Einheimischen als Mokelembembe kennen. Diese Kreatur, oft als der letzte lebende Dinosaurier Afrikas beschrieben, ist eine Legende, die die Grenzen zwischen der prähistorischen Vergangenheit und der Gegenwart verwischt. Die Legende des Mokelembembe ist tief in der Kultur des Kongo-Beckens verwurzelt. Die Einheimischen beschreiben ein Wesen mit einer beeindruckenden Größe, vergleichbar mit einem Elefanten, aber mit dem Aussehen eines Sauropoden-Dinosauriers, mit einem langen Hals und Schwanz und einem Körper, der von schuppiger Haut bedeckt ist, erinnert die Beschreibung des Mokelembembe stark an Kreaturen aus einer längst vergangenen Ära. Berichte über Sichtungen des Mokelembembe reichen weit zurück, doch einige der bemerkenswertesten stammen aus den letzten Jahrzehnten. Im Jahr 1983 führte der Zoologe Marcelin Aknaga eine Forschungsreise zum Lake Tele, wo er behauptete, eine lange, dinosaurierähnliche Kreatur gesehen zu haben, die aus dem Wasser auftauchte. Im Jahr 1999 machte eine andere Expedition Schlagzeilen, als Mitglieder des Kabonga-Stammes behaupteten, einen Mokelembembe getötet zu haben. Obwohl Beweise für diese Behauptung fehlen, hat der Bericht die Legende nur noch weiter beflügelt. Die Suche nach dem Mokelembembe ist eine, die sowohl Wissenschaftler als auch Abenteurer in ihren Bann gezogen hat. Trotz moderner Technologie und zahlreicher Expeditionen bleibt das Mysterium des Mokelembembe ungelöst. Für die Einheimischen ist der Mokelembembe mehr als nur eine Legende. Er ist ein Teil ihrer Kultur und Geschichte, ein Stück des unbekannten Afrikas, das in der modernen Welt überlebt hat. Das Mysterium des Mokelembembe bleibt ein lebendiger Beweis für die unaufhörliche Neugier und das Streben der Menschheit, die unerforschten Ecken unserer Welt zu entdecken. Wir verlassen nun die unberührten Dschungel des Kongo und reisen nach Australien, einem Land bekannt für seine einzigartige Tierwelt und atemberaubenden Landschaften. Doch unter der Oberfläche seiner stillen Gewässer lauern Legenden von einer furchteinflößenden Kreatur namens Bunyip. Der Bunyip ist eine zentrale Figur in der Mythologie der Aborigines. Diese amphibische Kreatur wird oft als Bewacher der Wasserwege und Seen beschrieben, dessen schrilles Brüllen in der Stille der Nacht für Furcht sorgt. Die Darstellungen des Bunyip variieren stark. Einige beschreiben es als schuppenbedecktes Wesen mit langem Hals, während andere es sich als fellbedecktes Monster mit Hörnern oder Stoßzähnen vorstellen. Berichte über Sichtungen des Bunyip waren in den 1840er und 1850er Jahren in den südöstlichen Kolonien von Victoria, New South Wales und South Australia besonders häufig. Einer der bemerkenswerten Funde war der einer großen Knochenhöhle nahe Wellington, New South Wales, in den frühen 1830er Jahren, die dem Bunyip zugeschrieben wurden. Trotz moderner Technologie und wissenschaftlicher Untersuchungen bleibt der Bunyip eine unergründliche Legende, die fest in der australischen Folklore verankert ist. Der Bunyip ist mehr als nur eine Kreatur der Angst. Er ist ein Symbol für die mystische Verbindung zwischen den Aborigines und ihrer Umgebung. Eine Erinnerung an die tiefe Resonanz der Natur in der Kultur des ältesten lebenden Volkes der Erde. Die Legende des Bunyip bleibt ein faszinierendes Kapitel in Australiens reicher Folklore, eine unerforschte Seite der natürlichen und übernatürlichen Welt, die darauf wartet, entdeckt zu werden. Wir verlassen nun die stillen Gewässer Australiens und begeben uns auf die eisigen Höhen der Alpen, wo die Legende des Tatzelwurms lebt. Eine Kreatur, die ebenso mysteriös wie furchterregend ist. Der Tatzelwurm, auch bekannt als der Alpendrache, ist eine Kreatur, die in vielen alpinen Sagen und Legenden erwähnt wird. Seine Darstellungen variieren, doch oft wird er als eine Mischung aus Katze und Schlange beschrieben, ein Wesen mit dem Kopf einer Katze und dem schlangenartigen Körper eines Reptils. Einige Berichte behaupten, der Tatzelwurm sei giftig, könne hoch in die Luft springen und habe grünes Blut, das bei Angriffen spritzt. Die Sichtungen des Tatzelwurms sind selten, doch die Berichte darüber reichen Jahrhunderte zurück. Eine bemerkenswerte Sichtung stammt von Johann
und Thomas Tinner im 18. Jahrhundert, als sie eine katzenköpfige Schlange von über 2 Metern Länge auf dem Berg Frömsen in der Baronie Alsachs in der Schweiz entdeckten. Trotz der mystischen Berichte und der anhaltenden Faszination der Menschen bleibt der Tarzelwurm ein ungelöstes Rätsel der Alpen. Der Tarzelwurm ist mehr als nur eine Kreatur der Legende. Er ist ein Symbol für die unbekannte und oft gefürchtete Wildnis der Alpen, ein Echo der alten Ängste und Respekts, den die Menschen für die Natur und ihre unaufgedeckten Geheimnisse haben. Die Legende des Tarzelwurms ist ein faszinierender Einblick in die Folklore der Alpen, eine Erinnerung daran, dass in den dunklen Ecken der Welt immer noch Mysterien lauern, die darauf warten, entdeckt zu werden. Unsere Reise durch die Tiefen des Kongo, die mystischen Gewässer Australiens und die eisigen Höhen der Alpen hat uns in die Welt der Kryptozoologie entführt, wo das Unbekannte und das Unerklärliche auf Entdeckung warten. Die Kryptozoologie, obwohl oft am Rande der wissenschaftlichen Gemeinschaft, stellt eine entscheidende menschliche Neigung dar. Die Sehnsucht, das Unbekannte zu erkunden und die Welt jenseits des Sichtbaren und Begreifbaren zu verstehen. Die Geschichten von Mokele Mbembe, Bunyip und Tarzelwurm sind mehr als nur Volksmärchen. Sie sind ein Teil unseres kulturellen Erbes, das unsere Fantasie beflügelt und uns an die ungezähmte Natur der Welt erinnert, in der wir leben. Unsere unaufhörliche Neugier treibt uns an, weiterhin nach Antworten zu suchen, auch wenn sie uns in unbekannte und manchmal gefährliche Gewässer führen. Die Legenden von Mokele Mbembe, Bunyip und Tarzelwurm sind lebendige Beispiele für das Mysterium, das unsere Welt auch heute noch umgibt. Hoffentlich hat dir unsere Reise in die Welt des Unbekannten gefallen.